Eine ruhige Flusslandschaft ist das Ampertal nördlich von Freising. Wenn man auf Anhieb Vertrauen schöpft, dann zu so einem Gasthof. Der Oberwirt von Kirchdorf hält innen, was er außen verspricht. Die Schafkopfer mögen Spechte sonst nicht. Aber das hier schaut uns nach einem sicheren Herz Solo aus. Die Trümpfe purzeln, der Spieler zieht ab. Da kannst nichts machen, als dich mit den Schmankerln von Benedikt Schubauer zu trösten. Herzlich willkommen beim Oberwirt in Kirchdorf an der Amper. Ich habe für Sie ein kleines Menü vorbereitet. Wir haben eine Vorspeise, die besteht aus bayerischen Flusskrebsen auf Gurkenspaghetti mit weißem Tomatenschaum. Als Hauptgang haben wir geschmorte Schweinebacken mit knusprigen Reindlbraten und geschmorten Gemüse und Kartoffeln. Und als Dessert habe ich für Sie zubereitet einen lauwarmen Zitronenkuchen mit Erdbeer-Rhabarber-Ragout. Wer gerne in den Genuss dieser bayerischen Schmankerl kommen möchte, der ist natürlich bei uns immer herzlich willkommen. Und wie das Ganze zubereitet wird, das zeige ich jetzt Ihnen draußen in der Küche. Seit 1846 stehen hier Schubauers am Herd. Eine solche Tradition verpflichtet. Benedikt würzt einen Schweinebauch mit Salz, Pfeffer und Kümmel. Dann gießt er Kalbsfond in eine Reine und schiebt den Braten in den Ofen. Der Wirt ist sein eigener Metzger. Deshalb besteht an den sonst raren Schweinsbackerln bei ihm kein Mangel. In heißem Butterschmalz werden sie zusammen mit Wurzelgemüse gebraten. Dann gießt der Koch Rotwein auf und lässt ihn reduzieren. Im Kalbsfond schmoren die Backerl gar. Der Schweinsbraten bekommt nun Gesellschaft. Kartoffeln und Frühlingsgemüse bevölkern den Bräter. Etwas Brühe wird aufgegossen, das Fleisch darauf gesetzt. Für eine weitere halbe Stunde geht's wieder ins 200 Grad heiße Rohr. Jetzt schreitet Benedikt Schubauer zum Finale. Die Bratreine wird aus dem Ofen geholt. Auch die Backerl sind nun schön mürb geschmort. Rösch kracht die Kruste, ehe das Messer durch saftige Fleisch fährt. Das knusprige Wammerl schließt mit den weichen Schweinsbackerln Bekanntschaft. Das Ofengemüse glänzt verführerisch. Der Bratensaft wurde vom Wirt mit dunklem Bier verfeinert. In der Stube hat inzwischen der Ampertaler Männergesangverein die Schafkopfer abgelöst. 160 Lieder von der Bayernhymne bis zum Gefangenenchor haben die Herren im Repertoire. Aber von der Bergheimat singen sie besonders gern. Übers Land.
Aber frisch zapfte Häube, die ist ebenso schön wie die Bergheimat.